Okay, meine lieben Kunden, ihr habt es gefragt, ihr habt gesagt, tu es doch einfach. Ich werde es tun. Ich werde mal in der Lokalzeit Ruhr dieses Geschäft mal vorstellen, die Tante Emma und die elektronische Tante Emma, so wie sie 1950 mal war, halt neu. Ich werde es machen, was dabei rauskommt, kann ich nicht versprechen. Ob die Lokalzeit Ruhr, Dritter Hagen, WDR Lust da hat, hier mal etwas zu machen im Hause von Filmpool, komparsen.de, das ist ja so eine Sache, ne? Film, immer so eine Sache. Aber es ist ja so viel vorgefallen mit der Telekom, so viel vorgefallen mit 1&1, worüber ich natürlich berichtet habe. Natürlich habt ihr als Kunde, oder ihr, sie, ihr, die Star Wars Fans und so weiter, habt ihr natürlich recht. Man könnte mal dem WDR das zuflüstern. Schau dir das mal an, wie die hier gearbeitet haben. Schaut euch mal an, was wirklich ist. Hallöchen, grüße. Einmal Copy, ich komme. Wenn Kunden reinkommen, machen wir immer zu, für diejenigen, welche, die das noch nicht wussten. Ich habe also, wie gesagt, so einen Auftrag von Kunden. Möge mich doch mal beim WDR melden, in der Lokalredaktion. Und die Geschichten, die hier auflaufen, im Moment laufen ja die Geschichten auf mit der Telekom, die sehr viel Ärger verursacht. Dann 1&1, die sehr viel Ärger verursachen. Vermieter, die sehr viel Ärger verursachen. Stromanbieter, die sehr viel Ärger verursachen. Und natürlich das Jobcenter und natürlich das Sozialgericht in Duisburg. Überschrift: sind alle überfordert. Ich habe gerade einen Mitarbeiter der JVA, der sich überall bewerben soll. Und er sagt auch, für 400 Euro gehe ich nicht in die JVA und arbeite dort. Zum Beispiel, also ihr wisst ja, hier sind reichlich viele Geschichten aufgelaufen. Durch die Wahl ist die Geschichte natürlich mit den 83%, die jetzt auf 13% herumwettern, auch aufgelaufen. Und natürlich die mehrsprachigen Bürger, die dann, wie gesagt, auch gewisse Politiker zitieren, wie den Schmidt, / wegen Osman und so. Also hier sind so viele Sachen aufgelaufen, dass die Kunden der Meinung sind, dass ich mich mal outen sollte und dem WDR guten Tag sagen und sagen, hallo Leute, hallo Lokalzeit. Hier gibt es Geschichten. Hier gibt es Geschichten vor Ort. Live, echt und wirklich. Tatsächlich. Ärger mit der Telekom. Kann man sich anschauen, wie der Ärger aussieht. Ärger mit 1&1. Wenn die Kunden es mögen, sie mögen es nicht, deswegen schicken sie mich ja, dass ich die Geschichte nach vorne bringe. Aber der Ultra HD Web TV, Sondersender NRW TV, das ist online. Wir sind seit 1995 auf dem Markt und wir sind mehr beschossen worden, wie gefördert, ist klar. Kein Fernsehen dieser Welt möchte, dass wir Newcomer von 95 CeBIT mit dem Web TV die überflügeln. Die sind ja froh, dass sie Green Room haben, Blue Room haben, dass sie die neuartigen Studios haben, die wir schon seit 1979 hatten mit Overlay-Card, mit dem Amiga, C64 und Analog-Digital-Wandel, Akustik-Kopplern. So, wenn man als Kind der Pixelväter geboren, 69 damit konfrontiert, 79 dann auf den Markt gegangen ist und jetzt sieht, sozusagen Überschrift Opa der Pixelväter, ja, ist schon, also so ungefähr könnte man sagen, weil wenn man, wie gesagt, bei Virginsoft, Kingsoft, für EA Sports, wenn man für die alle gearbeitet hat, für Nintendo, Sega, Sony, zu Hause war, Karstadt AG etc., WDR, Dritter Hagen, als Volunteer, ja, also wenn man dort tätig war, von 69 bis heute und dann jetzt selber ein Ultra HD Web TV, ein Tante Emma, eine begehbares Studio, ein Medienhaus, Copyhaus hat, okay, der Kunde hat recht, sollte ich mich langsam mal outen. Ich werde mich jetzt outen, weil natürlich auch die elektronische Tante Emma dazukommt. Somit ist das rund gelaufen. Das, was 69 ausgedacht wurde, mit Zuhilfenahme von Maschinen auf dem Datenhighway einen Kiosk zu haben, ist heute ein Unternehmen, ein Medienunternehmen, das nicht nur analog-digital-wandelt, Foto- und Filmproduktionen macht und Copyhaus und Medienhaus, sondern eine richtige Symbiose online wie offline. Und ich begrüße alle total recht herzlich und ihr könnt auch alle hier weiterhin mitmachen und alle Schauspielkollegen aus Filmpool, komparsen.de, ja, es geht weiter. Gut, ich werde mich mal outen, mal schauen, was die Lokalzeit
macht. Ich glaube nicht, dass sie Interesse haben an einem Vollprofi, den es schon seit 69 gibt und das hier seit 60 Jahren und die Elektronik seit 10 Jahren. Glaub nicht dran. Also ich glaube nicht dran. Wenn doch, dann wird der WDR vorbeikommen. Ja, ich sehe die Kunden gerade da schauen, weil unser Angebot, weil unsere Star Wars Ecke ist ja immer noch, die Star Wars lohnt sich ja auch noch. Nicht jeder kann damit was anfangen. Wir sind eine reine Dienstleistung, digital, analog, analog, digital, Foto- und Filmproduktion. Und das sagt schon das Wort. Wir sind Vollprofis. Ich bin Vollprofi. Ja, wie soll man das als Vollprofi jetzt mal vermarkten? Ob der WDR das aufnimmt, glaubt kaum. Also hier laufen hier so viele Geschichten auf, die zum WDR Lokalzeit geschickt werden. Und jetzt haben die Kunden zu mir gesagt, weißt du was, warum machst du das eigentlich nicht? Weil du hast doch hier alles. Du hast die Information, du bist an der Base, du kriegst das mit, du weißt, was los ist. Hier wurde das Stromberg gemacht. Also die kommen alle, wie gesagt, filmpool.de. Also die Profis, die jetzt zuhören, wissen, was Filmpool ist, was komparsen.de ist, was Bavaria ist, was Ufa ist. So, da kommt man her. Jetzt schweigt man, man will was Neues machen. Hier ist die elektronische Tante Emma bei YouTube, im YouTube-Kanal. Willkommen beim YouTube-Kanal UltraHD Web TV. Und natürlich sind auch alle recht herzlich willkommen hier in der Realität bei der sogenannten Tante Emma, elektronisch und so weiter. Grüße. Hallöchen! Ja, den haben wir denn da. Ja. Diesen Beitrag muss ich ein bisschen kurz halten, weil wir haben jetzt so eine Art weihnachtliche Zeit. Die geht jetzt so langsam los. Es werden noch Festivitäten etc. Es wird eine Menge gemacht und viele Kunden müssen hier Sachen machen. Deswegen muss ich natürlich wieder unterbrechen. Wir hatten gerade wieder super tolle Sachen. Ich habe auch wieder super tolle Sachen gehört. Wie gesagt, ich finde es ja toll, dass ich mich, ich mag es, ich schreibe. Ich werde mich mal dem WDR vorstellen. Wenn WDR Lust und Laune hat, werden die da mal vorbeikommen. Und werde dann mal über die Telekom 1 und 1 berichten. Da können die sich und so weiter. Müssen wir mal schauen. Ich finde es toll, bin ein bisschen berührt, dass man mir hier die Adresse gegeben, dass man mir gesagt hat, komm, schreib mal die Lokalzeituhr an. Ich mach's, ich schick gleich das Fax weg. Was aber rauskommt, werden wir sehen. An alle YouTuber-Freunde, an alle Facebook-Freunde, 100% begeisterte Star Wars, die Gruppe, warum nicht, ne? Warum nicht mit dem WDR zusammenarbeiten? Wir haben hier so viele Sachen schon gemacht. DJ Valdez aus Malaysia. Katzenklo. Die machen die Kinder froh. Sevelode. Aus Sicherheitsgründen nicht alles. Ich sage einfach nur Mord mit Aussicht. Die gesamte Filmpool-Komparserie. Man darf ja auch nicht allzu viele verraten. Okay, ich versuch's. Ich gebe es ab. Was aber rauskommt, meine lieben Freunde, weiß ich nicht. Ihr seid weiterhin willkommen. Ich will auch weiterhin das machen. Es wird auch weiterhin 100% Datenschutz bleiben. Ich hatte heute viele Sessions hier, Fotosessions. Ich hatte auch wieder sehr viel im Copyhaus, sehr viel im Medienhaus. Heute ist wirklich mal wieder was rund. Ist klar, die Wahlen sind durch. Und da kann ich auch nur sagen, meine lieben Freunde, 83%, richtet euch bitte nicht auf die 13% auf. Ich weiß auch nicht, warum die Medien dauernd hinter diesen links und rechts. Es gibt hier in Deutschland immer noch rechts vor links. Das ist die Straßenverkehrsordnung. Ganz Deutschland. Man spricht ja auch vom Reichsgebäude, anstatt mal ein anderes Wort zu nehmen. Wir könnten ja die Kinder fragen, Kinder, wie soll demnächst eure Zukunft heißen? Wie soll von mir aus Deutschland heißen? Von mir, wie sollen die Ämter heißen? Herr Armin Laschet hat ja auch alle Ämter umgenannt hier in Nordrhein-Westfalen. Er ist auch umgezogen. Ja, Armin Laschet ist auch umgezogen und so weiter. So, die Zeit ist nun mal vorbei. Und die Rücksprache mit Hannelore Kraft über YouTube, Sevelode und so wie früher, ist nun beendet. Sie macht ihren Job, macht ihre Arbeit. Ich müsste gleich mal gucken, ob sie halt noch, kann ich mal eben gucken, ob die überhaupt noch bei Sevelode bzw. bei YouTube da was macht. Ja. Weiß ich gar nicht. Sie ist ja ruhig. Sie war ja jetzt auch nicht in den Medien. Sie war auch nicht zu sehen. Ist klar, sie ist ja zurückgetreten. Ja. Ne? Ja. Ich bedanke mich total und recht herzlich, dass ich die Adresse bekommen habe. Ja, ich habe einfach mal hingeschrieben, ob der WDR einem Kollegen sozusagen, einem,
ein Vollprofi da überhaupt Gehör schenkt, keine Ahnung. Ja, der WDR ist immer noch konservativ. Ja, an sich ist das Durchschnittsalter beim WDR, glaube ich, um die 60. Durch die sich, glaube ich, noch nicht verändert haben. Ja. Ja, das war's. Ich bedanke mich, das ist ja heute mal kurz. Ich mache heute mal nichts im Star Wars Lounge. Ich hatte gestern unheimlich viele Star Wars wieder. Die haben reichlich wieder weggekauft, wieder so immer weniger. An die Star Wars Künstler, eure Sachen werde ich weiterhin anbieten. An die ganzen Buchautoren, ich werde auch versuchen, eure Bücher irgendwie irgendwann mal auch wieder aufzugreifen, um daraus irgendwie was Schönes zu machen. Ich persönlich arbeite jetzt immer noch an diese sogenannte Tante Emma elektronisch, die elektronische Tante Emma. Hier die analoge Tante Emma ist ja wunderbar angekommen, ja. Und jetzt geht es in die elektronische und da könnte es sein, dass ich da wegen zu viel Arbeit überlastet bin. Dafür suche ich natürlich auch noch händeringend Komparsen, Schauspieler, Schauspielkollegen. Die meisten wohnen leider zu weit weg, muss ich mal schauen, hier in der Stadt Essen, ich weiß gar nicht, ob die noch da ist. Von Stromberg, ich hatte ja reichlich Stromberg hier. Mord mit Aussicht war ja auch wunderbar. Und dann der letzte Bulle, dann noch die anderen Sachen, die hier gedreht wurden. Im Moment weiß ich gar nicht, was hier gedreht ist. Ich habe auch kaum jetzt im Moment Schauspieler, die hier reinbrauschen, die schreiben gerade, also meine Schauspieler, die ich hier kenne, die schreiben gerade an Bücher. Elvis und oder andere Beatles. Ja, die schreiben gerade an Bücher. Da müssen die Manuskripte auch noch alles gemacht werden. Wann die wieder rein, weiß ich nicht. Heute war die Kirche da. Die Kirche hat da einige Sachen. Dann hatte ich einige Schulen da, die da einige Sachen machen. Wie gesagt, hier ist 100% Datenschutz. Ich sage nicht mehr. Ich sage nur, dass die da waren. Ihr wisst, dass die da waren, weil ihr ja selber schon hier wart. Denn das ist das einzige Studio, wo ihr so rein könnt. Ja? Wo ihr in diesem Studio auch, und wenn ihr Lust und Laune habt, geht die Kamera an und dann arbeiten wir, machen wir und stellen einen wunderbaren Beitrag her. Natürlich, wenn der WDR interessiert ist, auf diesem Weg geht auch die Adresse an den WDR, Lokalzeit Ruhr. Wenn die Lust und Laune haben, wir haben hier alles, was so ein Sender braucht. Nämlich, hier ist wirklich tatsächlich alles, was passiert. Ich habe gerade bekommen, wie da eine junge Dame da beinahe und so weiter. Also hier passieren Sachen. An sich ist diese Idee ja so wie in Amerika, überall an allen Ecken sind die lokalen Nachrichtenexperten. Klappt immer noch nicht, weil die großen Sender das nicht haben wollen, ist klar. Wie wir 1995 nach der CeBIT das vorgestellt haben, das Web-TV und die Idee, dieses Lokalsenden und das alles, so wie in Amerika, da waren die gar nicht so drüber, nee, da wollten die nicht. So, jetzt sind sie ja selber, jetzt haben sie es ja verstanden. So 99 kamen sie ja dann, 2005 erst recht. ZDF, ARD, wie sie allein sind ja jetzt da, haben jetzt endlich ihre Studios. Ja, unser hatte Overlay, Blu-ray Room und Amiga, Overlay-Karten, spezielle Programme von der Firma Magic. Und dann ging der los, 79, 89. Da konnte man alles schon machen und alle haben geguckt, wow. Dann kam ja die Digitalisierung für CDs und so weiter. Und dann, boah, wie machst du das? Und so weiter und so fort. Also für mich ist das kalter Kaffee. Ich arbeite jetzt an einer neuen Art. Vielleicht schaffen wir es ja, dass diese elektronische Tante Emma mit der Tante Emma irgendwie doch, denn ich bin auch der Meinung, man sollte und man könnte arbeiten. Jeder kann arbeiten, jeder arbeitet, wird nur nicht bezahlt. Ja? Das ist das Problem. Man wird einfach nicht bezahlt und oder nicht richtig bezahlt, weil Arbeitslosigkeit gibt es nicht. Das ist alles Fiktion. Wir leben in einer riesengroßen Fiktion, um ja nicht nüchtern zu werden und zu sagen, wow, so sieht man wirklich aus. Jeder Mensch, der mal sieht, wie er innen drin aussieht, die Körperwelt, sollte mal drüber nachdenken, wie, so sehe ich wirklich aus? Einfach mal drüber nachdenken. Wenn nämlich das größte Organ, die Haut, nicht mehr da, dann sehen wir alle schrecklich aus und innen drin erstmal das Gedärm und so. So, und wenn ihr dann euch die Welt so vorschaut, also anschaut, nicht jetzt den Kandaum ist Korea mit Amerika, ja, und wenn ihr mal richtig drüber nachdenkt, dass hier in Deutschland immer noch rechts vor links in jeglichem Straßenverkehr gilt und die Rechtlichkeit und so weiter, dann kommt ihr auch einen Schritt näher, was an sich an Möglichkeiten wäre, einer möglichen Zukunft. Ja, darüber können wir auch mal reden, philosophieren, aber ich bin zu alt dafür. Deswegen brauche ich unbedingt junge Leute, weil wir sind ja jung. Ja, die großen Medien wollen ja nur junge Leute. Ich finde es immer toll, wenn so ein 14-Jähriger oder 20-Jähriger vor mir steht und mir meinen Beruf erklären will, den ich schon seit 1969 ausübe.
Ich sag ja nie was. Ich schweige nie was. Ich schweige. Bin ruhig. Aber jetzt, wo man mir gesagt hat, komm, ey, mach es mal. Soll ich, ist in Ordnung. Ich mach. Ich schau. Okay? Also, tun wir's. Machen wir's. Mal gucken, was dabei rauskommt. Ich werde berichten. Ja, ich werde berichten, ob der WDR überhaupt anruft, und Tag sagt, Hallo sagt. Ich wette, nein, es wird nie einer kommen. Niemals. Aber die Tante Emma ist da und die Tante Emma wird da bleiben. Ist hiermit versprochen. Welcome to the Pleasure Dome. Na, alles klar. So, noch einmal bedankt man sich bei den Kunden für die Nettigkeit, mich mal vorzuschlagen bei der Lokalzeit Ruhr beim WDR. Ich wette mit euch, das wird nichts. Ich bedanke mich total recht herzlich. Natürlich habe ich das Kundenheiß, damit die Kunden sehen, dass ich es ja wirklich mache. Ich freue mich ja, dass die Kunden mir die Adressen geben. Und ich habe halt mal zur Lokal Ruhr geschrieben, habe mich vorgestellt. So, und dann wegen der Partei. Ja, ist klar, ich bin FDP und ich bleibe bei der FDP hier. Ich habe mal dem Herrn Lindner zukommen lassen, auch alles. Und mal schauen, ich wette natürlich, keine Ahnung. Also ich wette, dass weder der WDR, ich wette mit euch, dass weder Herr Lindner diesbezüglich da irgendetwas. Aber ich bedanke mich total recht herzlich, deswegen habe ich diesen Videoclip bzw. die Minisendung. So, Web-TV, meine lieben Damen und Herren, ist nicht Real-TV. Und Web-TV war 1995 komplett anders angedacht. Wir haben 1995 komplett andere Sachen gemacht. Und UDI Community war auf 98,5 Astra Digital ausgestrahlt. Also so eine Art Content, so eine Art Content-Geschichte. Ich hatte den Leuten auch gesagt, meine lieben Freunde, das wird nichts. Und ich hatte recht. Bei Clipfish, bei NRW-TV. Ich bin alt, richtig, ich habe es aber erfunden. Ich bin auch so ein Erfinder. Ich habe mich da hingesetzt 1969 und wollte auf diesem sogenannten Datenhighway einen Kiosk haben. Nur eine Idee. Ist auch gut. Wie gesagt, mit den Pixelvätern gearbeitet, gut Geld verdient, mit Star Wars gearbeitet, gut Geld verdient. Was wollte ich mehr? So, jetzt bin ich hier mit meiner Tante Emma vor Ort und demnächst auch die elektronische Tante Emma und den Film, Foto, Produktion und so weiter und so fort. Das Problem ist halt nur, dass wir jetzt in einer Selfie-Generation, in einer Spaß-Generation da leben. Die Politiker einfach überfordert sind, weil die Politiker Angst haben, dass sie nicht mehr weiterkommen. Überwiegend ist ja auch, das ist klar, die Jugend ab 89 aufwärts, also ab 79, 89 sind ja jetzt schon im Berufsleben unterwegs und die Jugendlichen ab 99 aufwärts, die kommen dringend nach. So, wir werden rausgedrängt ab 45, 50, sollen aber bis 70 uns irgendwie beschäftigen. Na? Ich möchte also bis 85 arbeiten, habe ich Bock drauf? Ja, habe ich Lust drauf. Weil ich aber in meinem Feld, ich gehe jetzt nicht Maurer oder Schreiner werden oder was weiß ich, sondern ich bleibe in meinem Feld. Tante Emma, elektronisch und analog. Ich will das gnadenlos durchziehen und auch mal, ich habe viele Ziele und wer mitmacht, würde mich tierisch freuen. Ich bedanke mich heute noch einmal, tierisch, danke wirklich, dass ihr mir die Adresse gegeben habt von Lokalzeit. Ich habe dorthin geschrieben, habe ich gemacht, habe ich jetzt auch veröffentlicht, damit ihr wisst, dass ich es gemacht habe für meine Kunden. Und möchte auf diesem Weg aber auch, wie gesagt, den Herrn Lindner, der mit seiner Digitalwelt da natürlich angegriffen wird, noch einmal an alle 83-prozentigen gewählten Wähler. Was kümmert euch diese 13%? Warum guckt ihr nach den 13%? Meine lieben Freunde, geht in eure 83%, räumt euren eigenen Laden auf und geht in euch und macht was. Dafür seid ihr angestellt. Ihr kostet uns 1 Milliarde im Jahr. Früher, 2013, 678 Millionen. So, jetzt kostet ihr 1 Milliarde pro Jahr. So, und diese Periode da, diese Wahlkacke da, kostet uns, wie gesagt, 4 Milliarden, wenn das zu Ende ist. Und ich hoffe, es wird nicht teurer. Wir, die Bürger, sind an sich die Arbeitgeber der Politiker und nicht die Politiker. Ne? So. Und die Politiker sind der Meinung, dass die Lobby und Lobbyisten da das Sagen haben. Mitnichten haben wir nicht. Aber egal. Einiges Volk gibt es ja nicht, obwohl die 83% ja eine Einigung zeigen. Und nein, man kümmert sich nur um diese 13%.
Naja, macht was ihr wollt. So, ich hatte gerade hier was Lustiges. Sehr Lustiges. Machen wir doch eine Star Wars Partei auf. Krieg der Sterne. Machen wir da einen Jedi-Orden oder Sith-Orden und machen daraus Politik. Müsste man sich zusammensetzen, wenn das würde gehen. Der sogenannte Jedi-Orden. In Australien gibt es einen Jedi-Orden, aber der ist dann eine Glaubensrichtung. Die gibt es wirklich. Aber wenn Jedi-Politik, das wäre gar nicht mehr so schlecht, sondern Jedi-Politik oder Sith-Politik als Partei, könnte man ja mal in Wege, also ich ja nicht, bin zu alt, aber ihr Jugendlichen zwischen 14 und 45, nein, zwischen 14 und 24, im YouTube-Kanal ARD ZDF Funk, habt ihr recht, könnte ich auch mal hinschreiben, werde ich mal schauen, ob ich das mache. Und ja, schauen wir mal, eine gute Idee, kann ich ja gleich noch faxen. Kann ich ja eben die Textur für WDR und die Textur für den Herrn Winter eben umschreiben und zur ARD ZDF senden. Schauen wir mal, was dabei rauskommt. Ja, bewerbe ich mich dort auch mal. Eure elektronische und analoge Tante Emma, wenn ihr versteht, euer Sis, euer Captain Rex. Ja, Captain Rex, ich freue mich schon auf Staffel 4, meine lieben Freunde. Ihr auch, ja? Und dann sind wir dann auch wieder hier in der Star Wars Lounge. Und so, jetzt mache ich Tschüss, sage Danke, Danke, Danke. Ja, mal schauen, was dabei rauskommt beim WDR, bei Herrn Lindner. Und bei ARD, ZDF, Funk. Ne? Ja, alles klar. Macht's gut.